Und man kennt es ja vielleicht, wenn man ja schon mal in Frankfurt war oder auch in größeren Städten, da gibt es dann immer so leckeren Kebab oder auch Falafel. Und bei so einem Wetter muss man dann nicht unbedingt neben dem Dönerspieß stehen. Und die nächste Gruppe hat sich da was überlegt, dass man das nicht mehr in Persona macht, sondern dass man das auch vielleicht simulieren kann. Die Gruppe Kebab Samurai, stellt es los. Sehr geehrtes Publikum, wir stellen euch heute unser Projekt der Kebab Samurai vor. Ihr müsst wissen, ein Döner ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es kann den Tag versüßen, aber auch leider ruinieren. Es gibt nämlich viele Faktoren, die einen guten Döner ausmachen. Der wichtigste wäre wohl das Dönerfleisch. Aber wie ihr wisst, die konventionelle Methode, einen Döner zu schneiden, ist leider nicht zuverlässig. Es kann sein, dass der Döner noch nicht die perfekte Kruste gebildet hat und deswegen ist es zu zart, oder dass das Fleisch die Kruste gebildet hat, aber zu dick geworden ist. Es gibt aber auch die neuen Methoden, die neuartigen Methoden, zum Beispiel mit der Maschine. Das ist aber auch nicht das, was wir suchen, denn die Maschine schneidet es viel zu klein und es ist so eine Art Häckselmaschine und das kommt viel zu kurz und das ist auch nicht das, was wir suchen. Genau, wir als Dönerkommissäre sind von Berlin nach Frankfurt angereist und wollten natürlich auch hier einen Kebab ausprobieren. Dabei konnten wir sogar an den Dönerspieß ran, selber schneiden und da wurden die beiden Methoden maschinell und konventionell vermischt, also durch dieses Gerät da. Allerdings ist es auch nicht die Lösung, da die gleichen Probleme bestehen bleiben. Das Fleisch ist einfach viel zu zerfetzt und matschig und das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen, dass durch Kebab-Samurai vor allem die Kebabscheiben lang, knusprig, dünn und deliziös werden. Um dieses perfekt geschnittene Dönerfleisch zu erhalten, haben wir von den Döner-Kebab-Herstellern Informationen erhalten bezüglich der Größe des Döner-Kebab-Spießes. Damit konnten wir in GeoGebra einen perfekt mathematischen Döner-Kebab entwerfen. Jona wird euch dazu jetzt noch was erzählen. Ja, wir haben nämlich einmal bei GeoGebra uns überlegt, was ist die perfekte Form und sind dann darauf gekommen, dass ein Kebab eigentlich umgedreht, einfach nur ein umgedrehter Kegelstumpf ist, haben dann erstmal einen Kegel genommen, die zwei Grundflächen festgelegt, innerhalb von zwei Ebenen, den Kegel umgedreht und dann über geraden Scharen diese bestimmt. Und die mathematischen Formeln wird dann auch einmal Volkan dazu erklären. Genau, wir haben zuerst für die geraden Scharen folgende Formel bekommen. Die zeigt einfach den Kegel in der Startform. Die wird dann noch begrenzt durch Ebenen, damit wir auch wirklich einen Kebab haben, also einen Stumpfkegel. Allerdings ist es so, dass es ja uns nur die Startform zeigt. Was wir dann noch später gemacht haben, ist, dass wir es geändert haben, dass es auch später zeigt, wie der Kebab sich verändert. Dafür mussten wir aber zuerst wissen, wie wird der Kebab geschnitten. Und wir haben dafür eine Schnittebene entwickelt, mit der man entscheiden kann, wie dünn die Scheiben sein sollen und auch vor allem, wie breit die sein sollen. Und mit dieser Ebene konnten wir dann halt eine Funktion erstellen, indem wir halt die Form des Kebabs, wo wir den Radius berechnen können, in Abhängigkeit der Höhe und in Abhängigkeit der Zeit. Diese Formel sieht so aus, die ist ziemlich lang geworden. Und wenn wir das Ganze, also wenn wir diese Funktion dann für den Radius in der ursprünglichen Formel dann wieder eintragen, haben wir dann folgende Geradenschar, die dann den Kebab im Laufe der Zeit darstellen kann. Ja, und mit Mathe reicht es nicht ganz aus, weil wir wollten ja auch sie zeigen, wie ein perfekter Kebab-Samurai-Schnitt aussieht. Deswegen haben wir die Formel ins Blender genommen und mit Python ein Skript geschrieben, das simuliert, wie ein perfekter Döner aussieht, und danach eine Animation gemacht, zu zeigen, wie ein perfekter Kebab-Schnitt aussieht. Genau, weil es relativ ungünstig ist, mit einem Samurai in den Dönerladen zu kommen, haben wir in Blender das Modell einer Maschine erstellt, die diesen perfekten Schnitt ausführen kann.
Das Messer kann sich sowohl nach vorne und nach hinten, nach oben und unten als auch seitlich bewegen. Das heißt, wir können die X-, Y- und Z-Achse abdecken. Die Messerklinge ist außerdem um die eigene Achse drehbar und kann sich auch diagonal bewegen. Warum sind wir so überzeugt vom Kebab-Samurai? Zum einen ist es eine Entlastung der Arbeiter. Zum anderen findet die Automatisierung des perfekten Döners statt. Es ist kosteneffizient und attraktiver für die Kunden, weil es eine Geschmacksverbesserung gibt. Ein weiterer Grund für den Kebab-Samurai ist einfach, dass wir damit unsere Leidenschaft, also unsere Emotionen, die wir in den Kebab stecken, dann auch mathematisch beschreibbar machen und damit unsere Welt den Computern auch verstehbar machen. Und viel wichtiger ist es, dass solche Traumata nicht wieder passieren können. Das war unser Kebab-Samurai. Vielen, vielen Dank, Furkan, Bao, Jona, Aaron, Jakob, Emil, Alex, Florian und Maxe. Ich glaube, es war gut, dass ihr so ein großes Team wart. Ich glaube, alleine wäre man von solchen mathematischen Funktionen dann doch vielleicht eher abgeschreckt. Ich glaube, da habt ihr euch gegenseitig ganz gut motiviert. Genau, ich glaube, ihr seid das einzige Team, das eigene Daten erhoben hat, wie schwierig es ist, einen Kebab zu schneiden. Respekt. Vielen Dank für eure Präsentation. Dazu können wir noch sagen, dass wir uns Mühe gegeben haben, dass unser Kebab-Samurai auch allgemein gut funktioniert. Das heißt, bei unserem perfekten Kebab haben wir dann auch bei Dönerläden angerufen und nach den Maßen gefragt, damit es auch wirklich allgemein bei vielen Kebab einfach funktioniert. Nice, danke für die Umsicht. Sehr weitsichtig. Gut, dann danke. Vielen Dank.